machen. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa. Warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der Nora, eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
So, endlich! Da sind wir wieder, Let's Play Horizon Zero Dawn. Dankeschön fürs Wiederzuschalten, auch an die Damen und Herren in dem wunderschönen Livestream bei Twitch. Es freut mich sehr, einen wunderschönen guten Tag, Baloo, hallo Tommy. Und ich weiß nicht, ob noch mehr Leute da sind. Da ist noch jemand, ich kann seinen Namen nicht... Achso, Rias, ist das der Rias, den ich denke, dass das der Rias ist, dann sei willkommen auf meinem Stream. Ja, ich habe ewig lange und 3 Tage gebraucht, um herauszufinden, ob ich dieses Spiel wirklich spielen möchte. Ich möchte es spielen. Ich habe es schon mal gespielt, nur nicht durchgespielt, und ihr kennt es vielleicht noch als eines meiner ersten Projekte hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich dachte mir, ach komm, dieses Spiel war bombastisch und ich habe so viel Zeit darin reingesteckt, und nach Horizon Zero Dawn, nach Star Wars Fallen Order habe ich irgendwie mega Bock auf ein Spiel bekommen, welches ähnlich ist wie Fallen Order, und da dachte ich mir, hey, also irgendwie hat es ja auch viele Elemente von Horizon Zero Dawn, wobei die Welt natürlich nicht ganz so offen ist bei Fallen Order, aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn, ich mache ein neues Spiel, einfach damit wir die Story nochmal frisch aufgetan bekommen, denn ich fand auch, dass der Sound ein bisschen komisch war in meinen ersten Aufnahmen, was sich jetzt glücklicherweise ein bisschen geändert hat. Und anders als beim letzten Mal spiele ich auf einfach, also ich habe das letzte Mal normal gespielt, ich spiele es mal einfach, um den Frustfaktor ein klein wenig geringer zu halten, um mehr von diesem Spiel zu sehen und euch zu zeigen, was es denn hier Wundervolles gibt. Ich weiß nicht, wie weit ich in der Story gekommen bin. Ich möchte auch nicht zu viel spoilern, deswegen würde ich sagen, ab in die ewig langen Cutscenes. Ich glaube, ich brauche mal echt sowas wie eine SSD-Festplatte auf meiner Playstation, weil die Ladezeiten sind ja brachial. Aber bei diesem Spiel auch absolut nachvollziehbar, es ist gigantisch. Gigantisch. Ich fand es damals geil, ich finde es heute noch geil, und es wird mal Zeit, dass ich diesem Spiel die Möglichkeit liefere, dass ich es endlich durchspiele oder mir selber die Möglichkeit eher liefere, denn ich habe es seit Tag 1 in meiner Sammlung und nicht einmal durchgespielt. Und das stört mich schon ein klein wenig. Schade, dass es keine PC-Version davon gibt, leider nur eine PlayStation 4-Version, denn tatsächlich wäre das noch um einiges luxuriöser für mich, fürs Gameplay gewesen, denn mein Computer ist mittlerweile so on the top, dass es das natürlich auch ohne Probleme hätte gemeistert haben können. Leider ist es auch keine PlayStation Plus, deswegen leider nur 30 FPS. Ich hoffe, euch stört es mich nicht. Mich stört es tatsächlich. Das sind so Gründe, warum ich beispielsweise Final Fantasy 14 nicht auf der PlayStation spiele, weil ich immer einen Mega-Tasten-Delay habe, begründet auf diese 30 Abfragen pro Sekunde. Aber eine neue Cutscene und Ruhe von meiner... Aloy! Aloy! Lauter Bären. Ein geschickter kleiner Sammler bist du, Bast. Nun geh, vielleicht findest du noch mehr, hm? Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Da. Oh, komm schon. Ah!
mich nicht. Ist das eine Art Höhle? Wunderbar, und da sind wir auch schon mitten im Spiel. Wir spielen die junge Aloy im Alter von 6,5 oder 7 Jahren. Hier unten sind Ratten. Und purzeln wir einfach mal ins Abenteuer. Toll. Habe ich gerade eben tatsächlich eine Hilfe weggedrückt? Ich weiß es nicht. Und wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Ich weiß, dass es hier nicht so viel zu entdecken gibt, aber wie dem auch sei, es ist beeindruckend, wie atmosphärisch dieses Spiel damals war und immer noch ist. Eine mysteriöse Höhle, in der wir durch die Gegend laufen. Ziemlich eng, aber ich passe durch. Das ist schön. Mit Viereck kann ich mich ducken. Aha, da komme ich nicht lang. Dann gehe ich mal hier entlang. Und mit Viereck kann ich wieder aufstehen. Super, wir sind schon mal absolute Pros im Tutorial-Spiel. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Eine der alten Orte. Tatsächlich. Wir spielen in einer postapokalyptischen Welt, in der Roboter-Dinosaurier quasi dominierend sind. Warum, wissen wir nicht. Aber ja, hier sind viele, viele Überbleibsel aus der alten Zeit, in der die Menschen noch die dominierende Spezies auf diesem Planeten waren. Es sieht so ein bisschen aus, als ob wir hier in einer Art Kanalisation wären, die ein bisschen dolle zusammengefallen ist. Oder zum Teil sogar noch zusammenfällt, so wie das hier durch die Gegend bröselt. Was sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen? Das ist... Aber er ist nicht hier. Das ist schön, kleine Aloy. Ah, mit X kann ich springen. Das ist schön, dass du hier nicht hin darfst. Du bist hier aber auch nicht freiwillig. Du bist hier runtergepurzelt, weil du sauer warst. Die kleine Aloy ist eine Ausgestoßene und darf deswegen nicht mit den Leuten reden. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, warum ist die so, warum gestikuliert die so komisch, so mit Grrr und so weiter. Fand ich ein bisschen sehr seltsam. Aber ja klar, sie darf nicht mit ihresgleichen reden und aus diesem Grund sind wir sozusagen aufgeschmissen ein klein wenig. Aber egal. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Hier sieht nichts aus, als ob hier irgendwie noch Strom existieren würde. Wow, 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 wow. Und... Okay, jetzt muss ich mal schauen. Ein Soulslike spielen schon... Ja. Okay. Ich werde definitiv kein Dark Souls spielen. Also, ich weiß da nicht. Da vorne ist irgendwas. That's not my game. Obwohl mir schon oft gesagt wurde, ich sollte es mal ausprobieren. Was ist das? Ein Toter. Oh. Oh. Okay, da liegt wirklich eine Leiche. Eine ziemlich alte Leiche. Mumifiziert und nur noch als Skelett vorhanden. Da glänzt doch etwas. Sag mal, wie klein ist denn Aloy? Egal, untersuchen wir den mal. Wie macht es das? Okay. Wir haben jetzt dieses komische Ding hier und können jetzt mit R3 Sachen scannen. Das ist ja beeindruckend. Nebenbei ist das ziemlich lustig. Mein Controller macht den Sound. Oder auch nicht. Ah, jetzt aber. Ist das geil. Ja, wir können hier
jetzt Sachen inspizieren. Die Frage ist, lohnt sich das? Können wir damit irgendwas Cooles machen? Ich weiß es nicht. Oh, was bist du denn? Das sieht doch mal interessant aus. Ah, jetzt haben wir hier, jetzt sind sozusagen die Computer und alles Mögliche aktiv. Das ist ja interessant. Ich versuche hier nochmal ein bisschen mehr Sinn zu finden. Das letzte Mal habe ich es, glaube ich, so halbherzig einfach nur so angespielt und durchgezogen. Aber jetzt sieht das hier viel belebter aus. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Das kann durchaus möglich sein. Scannen wir den ganzen Spaß doch mal. Brandschutztür verstärkt. Verschlussintegrität. Yada yada. Wie geht die nur auf? Ich würde sagen, hier irgendwie? Nee. Ah, okay, da steht eine Information. Ah! Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Wunderbar. Ah, jetzt sehen wir auch, wie der ganze Spaß hier verbunden ist. Holoschloss. Okay. Ist mal interessant. Dann gehen wir nochmal lieber hier hin. Ah ne, da komme ich wohl nicht so hin. Hier wohl. Vielleicht sollte ich auch einfach... Noch mehr Lichter. Okay, ich glaube, ich muss hier doch zur anderen Seite... Ah, es wird mir auch angezeigt hier, dass ich darüber laufen muss. Ah, ich kann auch rennen, wenn ich den linken... den linken Controller-Stick runterdrücke. Was haben wir denn hier? Hier ist uns nichts weiter. Schade. Ah, so kommen wir hier aber um die Ecke und können dann vielleicht auch die Tür bedienen. Ja, wunderbar. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen, Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht können wir das hier auch schon mal irgendwie herausfinden. Anhand der Markierung oder so. Naja, gut, okay, dann einfach im Uhrzeigersinn drehen. Gegen den Uhrzeigersinn. Nochmal. Okay, sieht doch schon mal vielversprechend aus. Hier war doch aber auch gerade noch irgendwas. Irgendwas anderes war hier doch noch, nicht nur das Ding. Achso, nee, das war hier. Code Nexus und da unten ist eine Ratte. Okay, leider nothing. Aber das macht nichts. Wenn ich hier jetzt irgendwie mich nicht verlaufen würde, wäre das auch alles wunderschön. Aber nein, es sieht gut aus. Ist hier entlang. Geradeaus weiter. Ein Farbwechsel an der Tür. Und Tür öffnen. Schön. Geschafft. Wir sind schon ein ganzes Stück weiter. Hier geht's lang. Die Tür wurde schon geöffnet. Gucken wir mal, was wir hier finden. Mal ein bisschen hin und her. Aha, Tonaufnahmen. Scheinbar. Moment. Irgendwas muss doch hier jetzt sein. Warum? Ach, vielleicht muss ich größer sein dafür, um das bedienen zu können. Das ist ja blöd. Ich hätte das nämlich schon ganz gerne mal weiter analysiert. Aber vielleicht kommen wir hier nochmal irgendwie zu einem späteren Zeitpunkt hin. Stolpern wir bloß nicht die Treppe runter, kleine Aloy. Und nochmal. Okay. Nothing to do here. Was ist das? Oh, hier liegt noch jemand. Und noch ein Gerät. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi! Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem...
trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ist das cute. Aloy hat eine kleine Aufzeichnung aus dieser Anlage gefunden. Unschwer zu erkennen. Das scheint wohl so eine Art Wohnung oder so gewesen zu sein. Hier liegen alte Bücher, die wahrscheinlich nicht mehr benutzbar sind, weil die völlig zugekalkt sind. Putzfrau bitte. Das geht ja wohl so nicht hier. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier... Nee, es sieht sonst eigentlich ziemlich locker aus. Hier können wir so durch. Okay, da geht's raus, aber ich habe irgendwie... Ah nö, da geht's einfach so raus. Was ist da drüben? Ich bin hier echt so ein bisschen auf Forscher dran gestoßen. Sprachprotokoll. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber. Gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht. Und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber... Den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay. Nonsensinformationen, die wir anscheinend überhaupt nicht brauchen. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Xana teilt Medikamente aus, das und das Leben ein. Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Das ist schon ein bisschen creepy, zu hören, wie die Leute, anscheinend ihre letzten Tage verbracht haben. Also es wirkt zumindest so, als ob das keine Aufzeichnung von vor 5 Tagen war, sondern es klingt schon eher so, als ob die Leute gerade ein bisschen dabei sind, mit ihrem Leben abzuschließen. Das ist schon recht düster, würde ich meinen. Vor allem, hier liegen halt eben auch viele Leute rum. Ich meine, ernsthaft unsere Gedanken für die Nachwelt erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Warum sind sie hier gestorben? So, wenn es nicht für die Nachwelt wäre. Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Okay. Wir hatten hier noch eine, eine Aufzeichnung. Nein, die wollte ich nicht. Das ist es auch nicht. Wie komme ich denn hier an das Menü? Ich hätte ganz gerne die Aufzeichnung, die ich gerade eben gefunden habe. Toll. Jetzt geht's denn nicht mehr. Ärgerlich. Dann muss ich halt eben hier die Aufzeichnung noch weiter anhören. Ella Pons. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, mit diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, musst du wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? Es war nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Okay, diese komischen Störgeräusche, die kommen nicht vom Stream oder so, sondern die sind tatsächlich vom Spiel. Es liefert uns halt eben, ja, verschollene Daten aus und einer Zeit vor unserer Welt. Jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Und die Medikamente, die Xana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okay, da wurde wohl das letzte Gebet angesetzt. Krasser Schüssel. Okay. Wir suchen weiter in den Ausgang.
nachdem wir hier so munter fröhlich die Aufzeichnung der letzten Menschen gefunden haben. Was haben wir hier? Aha, Ziele können wir so markieren. Das ist gut zu wissen, aber irgendwie auch nicht so ganz notwendig. Er ist da! Rost hat mich gefunden! Ja, das ist ja super. Hier unten! Ich komme! Ich komme! Rost ist in der Nähe, das ist unser Ziehvater, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und der wartet hier irgendwo auf uns, vermutlich Aloy. Da oben. Aloy! Ich höre dich! Ich bin auch schon unterwegs. Mutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy, solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy, nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Aloy, komm schon. Sammle die Beeren. So. Ja, endlich können wir notwendige Dinge machen. Ich muss mal ganz kurz was schauen. Ich sagte, sammle die Beeren. Pass auf und sammle die Beeren. Okay, ich weiß nicht wieso, aber Aloy, komm schon, ich habe gerade eben gesehen, dass da so schwarze Artefakte zu sehen sind. Die versuche ich mal in der nächsten Aufnahme ein klein wenig zu reduzieren. Ich sagte, sammle die Beeren. Ja, ja, Rost, sei doch mal nicht so stressig unterwegs. Ich bin ja auch nicht hier, um... Pass auf und sammle die Beeren. Auf und sammle die Beeren. Ich zeig dir jetzt, wie Beeren gesammelt werden. Drücke Dreieck. Herzlichen Glückwunsch, du hast Beeren gesammelt. Jetzt ist die Beeren. Okay, indem ich nach oben drücke. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Ich bin mal gespannt. Also wir gehen jetzt auf die Jagd. Ich bin mal gespannt, was wir jagen. Flussabwärts ist eine Maschinenherde.
und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Wunderbar. Der Ziehvater ist so nett zu uns. Oh, oh, wo, oh, wo? Oh. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Hohes Gras. Wichtig. Da. Bleib jetzt unten. Babys. Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass sie vorbeigehen. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern. Bleib geduckt und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Diese Wächter sind so dermaßen dreckige Viechers. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Komm, hier lang zurück. Je langsamer du dich so, jetzt sollten auch die Fragmente weg sein. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Von jetzt auf gleich. Achte auf ihn. Verdammt, ich habe ihn aus dem Blick verloren. Okay, aber er sieht mich nicht. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Sehr wichtig, soweit ich weiß, das war der letzte. Kann ich mir deren Route auch anzeigen lassen, indem ich mein Cybertool nutze. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Okay. Jetzt gucken wir mal, was wir hier eigentlich jagen wollen. Okay. Der Grund, warum die ganze Zeit so schwarze Fragmente zu sehen waren, war, ich hatte einen Filter an, den ich nicht anhaben wollte. Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tap! Komm nach Hause zurück! Tap! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Ja, wir suchen doch schon die ganze Zeit. Oh. Oh, wow. Das ist tatsächlich mal eine Herde. Cyberrehe oder sowas. Oder Hirsche. Oh, da sind Kräuter. Da. Siehst du, diese nennt man Läufer. Die nehme ich natürlich direkt mit. Ha! Rennt! Okay, die verfallenen Farben. Hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Oh. Für einen kurzen Moment. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Na klar. Warum? Stein. Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Stein. Die reichen. Ich erinnere mich. Folg mir. Deswegen wollte ich das Spiel wieder von vorne anfangen, um halt eben auch vor allem die Game Mechanics wieder neu zu lernen. Richtig gut. Steine sind das Beste, was man haben kann. Ich bin nämlich jetzt steinreich. Aber diese roten Pflanzen darf ich natürlich nicht vergessen. Weil man sieht so oben, oben links in der Leiste, das Grüne zeigt an, wie viele von den Pflanzen ich schon gesammelt habe. Mit denen ich dann mich heilen kann. Und aktuell kann ich halt eben einen Balken heilen. Das ist schon okay, aber es geht natürlich noch massiv besser. So, wo ist er denn? Da oben ist er. Haben wir schon genug Steine oder brauchen wir noch ein paar?
noch 10 Steine. Aloy, hier drüben. Ja, ich bin noch unterwegs. Sei doch nicht so laut. Aloy, komm schon. Ja, ich bin unterwegs. Mensch, Vater, stress nicht. Da ist die Herde. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab. Locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnte die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie. Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay. Steine werfen, Wächter hinlocken. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Okay, okay. Ich dachte hier hin. Achso, da ist er ja. Mensch, ich konnte gar nicht sehen. Sweet Dude. Darf ich jetzt runterkommen? Ich komme bitte mal runter. Ich will ja wissen, wie du hier so, Loot komm, und so weiter machst. Ist sicher. Stein. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile ja, macht. Ja, sehr gerne. Let's loot. Loot, 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 loot. Ich nehme natürlich alles. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Okay. Pflanzen sammeln. Das kriege ich hin. Noch mehr Pflanzen. Reinholz. Nimm die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. So, wo bist du denn jetzt? Dude, da ist er. Ich kann jetzt wähle Pfeile. Ah, okay. Da unten kann ich jetzt herstellen. Eins, zwei. Zwei habe ich jetzt hergestellt. Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. 20 habe ich hergestellt. Sorry. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Okay. Wo führst du mich hin? Was hast du mit mir vor? Ah, er geht schon in Deckung. Er hat ja auch gesagt, mach genau das, was ich tue. Hier. Duck dich ins Gras. Hab ich? Und sei leise. Hab ich. Ich bin leise. Ich bin ganz leise. Leise bin ich! Zeit für deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Kennst du noch eine? Ich kann die auch scannen? Aha. Ja, wir haben noch eine gefunden. Und wir können jetzt mit R2 das Ziel markieren. Das ist eine Schwachstelle. Und wunderbar. Identifiziere die Schwachstelle des Läufers. Da ist er. Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Ziel aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Wie roll ich? Das wurde mir noch nicht gesagt. Wie roll ich? Ah, mit Kreis. Hoppla. Mit Kreis roll ich. Das ist gut zu wissen. Jetzt setze ich mich hier erstmal in eine vernünftige Position. So, und... Aloy, ziele und mach deine Beute. Jetzt kann ich zielen. Und... Ach, fuck. Mit R2 schieße ich. Weiter Bam. Feuern! Hab dich. Nee. Ich. Und einen habe ich noch. Treffer! So. Weiter feuern! Easy. Das hat doch wunderbar funktioniert. Aloys erstes... Loot! Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Wunderbar. Was war das? Der Junge! Der auf den Kriegerpfaden! Komm, Aloy, schnell! Oh oh. Anscheinend müssen wir wohl schnell hinterher sprinten. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Mal gucken, was da abgeht. Der schreit doch nicht ohne Grund unsere Kopfhörer zu.
Oh, der ist wohl von seinen Klippen gestürzt oder so. Tja, das kommt davon. Merkt euch, wenn ihr irgendwelche Steilhänge klettert, sichert euch vernünftig ab. Nicht einfach drauf losklettern, das tut nur weh am Ende. Ja, ich glaube, das wollte uns diese Situation jetzt gerade sagen. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Aloy! Okay, ein neues Feature. Wir können auf R3 umschalten und... Okay, scanne einen Wächter im Fokus, um die Spur zu markieren. Ich kann jetzt R1... Jetzt sehe ich hier unten die Spur, wie er sich bewegt. Das ist schon mal ganz gut so. Moment. Ich muss mich langsam und leise bewegen, damit ich mich vorbeischleichen kann. Das ist korrekt. Er scannt... Ich muss mich am besten in diese Richtung entlang schleichen. Wenn er irgendwo auf der Patrouille gerade stehen bleibt. Das sieht gut aus. Mal ein bisschen flotter jetzt hier. Ring, 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 ring. Sie dürfen mich nicht sehen. So. Er ist jetzt hier so ein bisschen... Er wirft so ein bisschen Fragezeichen. Kann passieren. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass er gleich aufhört, mich zu verfolgen. Jawohl, er ist wieder grün, alles ist gut. Oh, ich will... hier steht ja noch einer. Oh nein, der Wächter hat mich gesehen. Nein, hat er nicht. Verdammt! Das ist ja gemein. Das ist ja richtig böse, das Spiel. Na gut. Auf ein neues. Langsam war der Trick und ich war da ein bisschen zu voreifrig. Ach komm. Kling. Einmal. Ach so, das ist ja cool. Das ist genau der, der mich gerade gekillt hat. Ich war wahrscheinlich echt zu laut. Die Frage ist, wann ist hier jetzt gerade der richtige Zeitpunkt rüber zu gehen? Sollte ich lieber ein bisschen vorsichtiger... Ich glaube, ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein an der Stelle. Das ist ein guter Zeitpunkt. Ich muss sehen, wo sie hingehen. Ein Kräuter gesammelt. Wunderbar. So, ich sammle hier einmal den ganzen Schüssel ein, den ich hier noch nebenbei finde. Warum eigentlich auch nicht? Da drüben ist noch ein Wächter. Das ist der nächste, dessen Spur ich markiere. Ich muss mal gucken, wo genau läuft er denn entlang? Er läuft da entlang. So, der bleibt da stehen und scannt die Umgebung. Okay. Ist noch irgendwo eine andere Richtung, in die ich gehen kann? Nein, habe ich nicht. Okay. Jetzt geht er wieder den Weg zurück. Ich muss mal schauen, vor oder nach.
vor. Das ist gut. Fast geschafft. Jetzt ganz leise und vorsichtig. Jawohl, das sieht gut aus. Das Ganze ist auch unter dem hohen Gras. Da ist er. Ich muss ja aufpassen, damit ich den Pokéball richtig werfe. So, eine Runde hat er noch. Nee, den lassen wir da mal erstmal so stehen, obwohl hier gibt es noch Grünzeug. So, her mit dem Holz. Und rüber da. Hier war niemand. Hier ist auch niemand. Oh, hier ist noch einer. Ganz schön viele von den Viechern. So, da hinten muss ich hin. Also theoretisch wäre es gar nicht verkehrt, wenn ich lieber da lang gehe. Der Wächter hinter mir sollte mich jetzt erstmal nicht sehen. So, der nächste ist... Sie dürfen mich nicht sehen. Ist nämlich der Dude da drüben. Der macht mir ein bisschen Sorge. Moment. Okay, der ignoriert mich. Das ist gut. Der da vorne ist... Wo ist denn der eigentlich? Ich sehe den nicht. Ah, da ist er. Jetzt sehe ich ihn. Ihn mit seinem hässlichen blauen Auge. So, und jetzt ganz vorsichtig an dem Dude vorbei. Hey, geschmeidig. Hey. Ah, was? Folge mir. Genau, das kriegen wir hin. Ab ins hohe Gras mit dir. Wie gehst du ihnen aus dem Weg? Die Klappe und folge mir. So geht man den Leuten aus dem Weg. So, bleibt er da jetzt stehen, oder? Nee, der patrouilliert fröhlich drauf los. Wie machst du das? So, abwarten. Er scannt. Das ist nicht der richtige Moment zum Weiterbewegen, würde ich sagen. Weil er wird jetzt gleich wieder zurück. Genau, der geht jetzt da lang. Juppidu, juppidu. Zu Fuß gehen ist was Schönes. Wie ist das möglich? So, dich habe ich. Muss mal ein bisschen schauen. Aha, da steht er schon. Ah, ich glaube, ich habe gerade herausgefunden, woran ich... Ah, nee, doch nicht. Dachte ich, erkenne die Patrouillenwege auch einfach so. Ist aber gar nicht der Fall. Scan, scan, scan. So, er ist weg. Wir können weiter. Und ab in Sicherheit. Komm, schnell. Kleiner Junge. Also, ist es kein Spielzeug? Warte. Urmutter beschütze sie. Beschütze euch beide. Sie... Junge! ...rettete mich. Ich wollte nur... Junge! Sei jetzt ruhig! Sie sind ausgestoßen, beide. Und sie... ist mutterlos. Komm jetzt! Zurück nach Mutterherz. Und ich... du... Der Junge hätte nicht mit uns reden dürfen. Das ist gegen das Gesetz. Gehen wir nach Hause. Komm mit. Ich kenne den Weg. Halt den Mund, Junge. Halt bitte den Mund, Junge. Halt den
Mutter! Das ist jetzt schwierig. Was mache ich? Entscheidungspunkte bieten Möglichkeit, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt. Liegt an dir. Wähle Faust, dann stellt sich Aloy der Herausforderung direkt. Wähle Hören, dann toll. Okay. Ziele auf seinen Kopf, schlag ihm den Stein aus der Hand, lass deinen Stein fallen. Ja, was machen wir denn? Schlag ihm den Stern aus der Hand. Ja, das klingt gut. Ah! Hey! Linda, weg von dort! Weiter Bären pflücken! Oh, du blutest. Lass mich mal sehen. Hier, halt still. Gleich. Warum? Warum bin ich ausgestoßen? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Wer war meine Mutter? Aloy, ich hab's dir schon gesagt. Das dürfen wir nicht wissen. Du warst noch ein Säugling, als die Stammmütter dich zu mir brachten. Und die Stammmütter wissen es? Ach, so einfach ist das nicht. Aber sie wissen es. Aloy, wir sind Ausgestoßene. Aber wie werden sie damit rausrücken? Die Stammmütter? Das könnte vielleicht möglich sein. Also wie denn? Es wird gefährlich. Wie? Du müsstest viele Jahre üben. Ist mir doch egal. Wie funktioniert es? Sag es mir. Die Erprobung. Der Initiationsritus jedes Jahr. Die ihn bestehen, werden Krieger. Aber wer auch immer gewinnt, dem erfüllen die Stammmütter einen Wunsch. Ein Wunsch? Ja, was immer der Sieger sich wünscht. Dann mache ich es. Egal wie schwierig. Ich werde gewinnen. Verstehe. Dann lass uns anfangen. Dein Training wird sehr hart. Und es wird Jahre dauern. Trainieren? Ja, komm!
hast. Rost? Rost? Wo ist er? 2 Tage vor der Erprobung und er geht ohne mich weg? Er sieht ihm gar nicht ähnlich. Puh, ich bin ganz schön aus der Puste nach der nach dem jahrelangen Training. Deswegen würde ich an dieser Stelle auch erstmal A, einen kleinen Cut und B, eine kleine Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder, denn jetzt geht der Spaß ja erst richtig los. Endlich raus aus dem Tutorial oder zumindest aus dem Großteil des Tutorials. Bis gleich und so.